Und Control. Und dann? Kurz warten, da müsste sich das jetzt sofort okay, verändern. Okay, ich bin D. Nee, nee, und dann, dann musst du um die Schablone und das, dann kannst du da von der Schablone ablesen, was sich verändert hat, und dann siehst du, was für eine Funktion du hast. Ja, habe ich gesehen. So, du bist da, du bist ready zum Aufnehmen? In der Tat! Jawohl! Perry, da haben wir uns wiedergefunden! Nein, Spaß beiseite. Perry, wir haben uns wiedergefunden. Komm mal mit, wir gehen erstmal hier in diese Büsche. Ich habe gerade ein Bloodpack weggepackt. Was hast du noch alles in deinem Hauptinventar? Hast du noch in diesem Bloodpack oder sowas? Ich habe Bloodpack, ich habe Transfusion. Welche Bloodpacks hast du? Ich habe AB-. Kannst du mir das geben, das Video? In meiner Tasche. Moment, Moment, ist noch voll. Wo ist die, So, jetzt kannst du das hier rein. Ich hab A- weggeblockt, okay. Und so, dann mach ich mal jetzt Video, okay? In der Tat. Hi, Patty. Nein, Spaß. So, Leute, wir wollten mal euch die Bloodpick zeigen. Und zwar haben wir die ja mit Dudu gesammelt. Mehr oder weniger erfolgreich. Die habe ich jetzt alle hier in meiner Tasche verstaut. Wir haben jetzt A+, A- habe ich gerade leider weggebracht. Da gibt es noch A+, A, B, hier AB+, AB-, ein B+. Ich denke, es gibt dann auch ein B-, 0+, und 0-, sollte es auch gehen. Jetzt wissen wir leider nicht die genauen Richtlinien, sag ich mal, welche man wann benutzen darf. Aber man kann es ja rausfinden. Also ich glaube, 0- war da so, man konnte es immer benutzen. Oder AB-, aber... Nee, 0-. 0-, genau. 0- kannst du jedem geben. Okay, das kann man jedem geben. So war das. Haben wir leider nicht, wir haben noch 0+. Aber wir haben hier so ein Blood-Testing-Kit. Und das werden wir jetzt mal mit Rechtsklick aktivieren. Dann muss ich einmal auf Wasser klicken, ne? Und dann Anti-A, Anti-B, Anti-C, Anti-D. Und das ist jetzt mein Blut. Oder? Wie mache ich das? Jetzt links das Blut klicken, dann Anti-A, nochmal Blut anklicken, dann Anti-B. Okay. C. Und Control. Und dann? Kurz warten, dann müsste sich das jetzt sofort okay, verändern. Ich bin D. Nee, nee, und dann musst du um die Schablone und das, dann kannst du da von der Schablone ablesen, was sich verändert hat. Dann siehst du, was für eine Blutgruppe du hast. Also da drüber, da hast du dahinter hast ja, du. Ja, das habe ich gesehen. Okay, dann bin ich. Das ist richtig geil gemacht. Ja. Ich bin 0 positiv, also 0. 0 plus, ne? Ja, wenn 0 plus. Ah, da sehe ich das. Ah, das ist die Schablone, wem man welches Blut auch geben kann, ne? Das weiß ich nicht. Ja, weil guck mal, da steht ja zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt dadurch weiß, wem ich das... Wenn ich das richtig überlege, dann... Ich bin ja 0 positiv, ne? Also man darf hier 0 positives Blut geben, ja? Ja. Aber zum Beispiel nicht AB. Genau. Aber wenn ich jetzt jemanden AB positives Blut abnehme, dann kann ich aber 0, also positiv 0 Blut auch bekommen von dem. Weil das ist beides, glaube ich, gleich angezeigt, wenn das so richtig bedeutet. Nee, nee. Das ist nur dazu da, um die Blutgruppe zu erkennen. Also, nur um zu bestimmen. Okay. Ja, dann bin ich 0 positiv. Mal gucken, haben wir ein 0 positives Bloodpack-Kit? Habe ich sogar da. Leider kann man das Item nur einmal benutzen. Ne? Ist jetzt weg. Testing Kit. Ich habe noch eins für dich. Möchtest du eben dabei erst bei dir auch testen? Ja, würde ich gerne machen. Warte. Nimm das mal bei mir aus der Tasche. Dann können wir auch mal testen, ob wir für dich schon ein Bloodpack haben. Test Blut. Wasser. Genau. Zack. Zack. So, dann haben wir hier noch ein Anti Bloodpack und ein Transfusion Kit. Empty Blood Pack, ja, ist einfach ein leeres Blood Pack, was man mit Blut füllen kann. Und Transfusion Kit ist, braucht man, um ein Blood Pack zu füllen. Also so ein Abzapf, Blutabzapf-Kit. Okay, ich bin A positiv. Du bist A positiv. Perry, haben wir auch! Wow. Läuft richtig gut bei uns. So, jetzt werde ich mal so ein Blood Pack füllen. Das bedeutet, ich ziehe mir jetzt selber Blut ab.
Transfusion in progress. Remaining still. Hauptsache, ich mache mir das selber. Ich ziehe mir selber Blut ab. Das ist schon ordentlich. Ich habe jetzt Blut verloren auf jeden Fall. 2300. Ah, da sieht man, ich verliere mit der Zeit Blut. Also bin jetzt schon bei 9000. 8800. 600. 400. 300. 200. 8000. So, da haben wir genau 8000 Blut, Blut genommen. Jetzt schauen wir doch mal. Whole Blood 0 minus. Wurde ich gerade als 0 minus getestet? Ja, ne? Nee. Ich war doch 0 plus, oder? Ja. Aber 0 minus haben wir doch gesagt. Ist doch für alle gut, oder nicht? Ich glaube ja. Meine ich zumindest so, es in den Kommentaren gelesen zu haben. Hast du auch nochmal so ein Kit, um dir Blut abzuzapfen? Ja. Soll ich das mal machen? Ja, warte. Ich könnte dir sonst sogar ein leeres Bloodbag-Kit sogar noch geben. Na, habe ich wieder. Nee. Leeres habe ich nicht, ich habe nur so ein Transfusions-Kit. Oh, okay, ich glaube, ich habe ein leeres Bloodbag-Kit nochmal. Ja, ich habe beide sogar. Kannst du bei mir aus der Tasche nehmen? In der Zeit esse ich mal ein bisschen von dir. Weil da möchte ich mal gucken, ob es bei dir steht. Weil sonst ist es ja blöd, wenn man sein Blut unter... Ah, nee, Quatsch. Man muss ja sein Blut untersuchen, um zu wissen, welches man bekommen darf, ne? Ja. So, ich snack nochmal ein bisschen. Wir brauchen auch so eine leere Dose gleich, um, zu, um Wasser abzukochen, ne? Ja. Hast du zufällig noch eine Wasserflasche? Okay. Whole Blood A plus habe ich jetzt. A plus hast du? Okay. Ja. Ich habe 0 minus. Dann dürfte ich dir... Darf ich dir mal 0 minus geben? Ja, mach einfach mal. Mal sehen, was passiert. You need a crowbar for this. Ich wollte dich outknocken. Ich kann das machen. Ich hab eine Crowbar. Use Bloodpick. Aber kann man das sich nur selber geben? Das ein, ja, das, was du dir selbst aufgezogen hast, kannst du, glaube ich, nur dir selbst geben. Okay. Ich benutze das mal. Ja, dann, ist, dann kann ich dir das ja gar nicht geben. Oder, nee, warte, das behalten wir. Moment, dann mach mal anders, dann gebe ich... Ah, ich hätte schon gern volles Blut, ne? Hm. Obwohl, das ist gar nicht so schlimm mit der Aufnahme. Geht doch, wenn ich ein bisschen weniger Blut habe. Können wir so lassen. Ich habe hier so ein Empty Tin Can noch mitgenommen, damit wir gleich Wasser abkochen können, falls wir eine Wasserflasche finden. Wir möchten mich jetzt ein paar Sachen testen. Ich habe Streichhölzer und Hunting Knife. Okay, dann lass mal weiter. Ich glaube, hier ging das Richtung Stadt. Halte nach Tieren Ausschau. Wir haben natürlich wieder gute Bewaffnung hier am Start. Normal. Wichtig wäre, dass wir irgendwas zu trinken finden. Also einen Brunnen. Ja, in Vibor spätestens ist ja wieder einer. Ja. Ich eben auch war. Mal gucken, hier ist, das müsste... Wir sind in Pustoschka, in der Nähe von Pustoschka haben wir uns getroffen. Wir haben nicht letztens gelivestreamt. Ne, das ist nicht Pustoschka. Oder doch, das ist Pustoschka, ne? Ja, das ist Pustoschka. Und ja, war auch der Kevin... War das Kevin? Ne, Tudu war das. Wir haben gar nicht gelivestreamt. Ich lüge, wir haben mit Tudu ein bisschen aufgenommen. Tudu ist leider nur... in Tscherno getötet worden. Da habe ich all sein ganzes Gear noch mitgenommen. Deswegen haben wir jetzt so viele Bloodpicks und alles über. Wir sagen, wir ignorieren die Stadt. Wir suchen jetzt einfach ein paar Städte auf. Und unterwegs suchen wir was zu essen. Weil ich meine, ich habe hier noch kein einziges Tier außer Kaninchen gesehen. Ich habe es ja auch noch Kaninchen. Du wolltest hier noch was Lustiges zeigen, ne? Ja, ja. Hier ist es immer gleich. Wenn ich es wenn ich sehe, sage ich dir Bescheid. Okay. Ich glaube, hier sind Tiere deaktiviert. Was keinen Sinn ergibt.
Vielleicht wurden die alle von Zombies getötet. Sind lecker. Das will man erwarten. Sind ein schönes Stück Speck. Ich nicht nein sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Zombies nur auf Menschen losgehen würden, nicht auf Tiere. Sieht man ja zum Beispiel bei, nicht bei The Walking Dead, sondern bei, wie heißt der Film? Dawn of the Dead. Das ist ja, da gibt es ja so diese eine Stelle, wo die sich, war das Dawn of the Dead oder Land of the Dead, wo die im Einkaufshaus sind und unten, oder beziehungsweise im Gebäude gegenüber, ist so ein Scharfschütze und die wollen ihm was zu essen und trinken bringen und dazu benutzen die einen Hund. Ja, das ist Dawn. Genau, und die sind ja einfach quer durch... Oder der Hund ist quer durch die Zombies gelaufen. Oh, ich mag den Film übrigens mega. Also gehört auch zu meinen Lieblings-Zombie-Filmen. Aber ich darf nicht sagen, wieso, weil sonst würde ich spoilern. Wieso? Oder kein Happy End? Echt? Hat der nicht? Doch, der hat ein Happy End. Der hatte nicht. Doch. Dawn of the Dead ist doch der Anfang, dann kam Land of the Dead. Das war die Fortsetzung. Die habe ich nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Habe ich mich jetzt voll geoutet mit war. Aha, Perry hat sich geoutet. Didim, didim. Nee, aber Land of the Dead ist die Fortsetzung, da geht's weiter. Die Story, die... Aber bei Dawn of the Dead, da hauen die doch dann mit dem Schiff später ab. Und kommen dann auf irgendeine Insel, wo aber auch Zombies sind. Ja, aber guck doch mal Land of the Dead. Warte, geht ich gerade mega den... Das sind zwei Teile. Also ich glaube sogar mehr als in zwei Teile. Ey, aber ohne Scheiß. Bei den Büschen hier, kann man da nicht eigentlich Bären oder so sammeln? Kommt mir so komisch vor, als wenn die nicht dazugehört, weißt du? Weil die disappearen auch auf Distanz nicht, die Büsche. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, waren die schon immer da? Nein, das wüsste ich. Wo laufen wir eigentlich hin? Wieso laufen wir nach Westen? Laufen wir dann. Wir laufen nach Norden. Ich hab einen Kompass. Echt? Wir laufen nicht im Weber. Okay, ich wollte dich nur mal testen. Ja. Ein Wunder, dass ich überhaupt die hingefunden habe. Ja, aber zu Land of the Dead. Nein, ich darf nicht so viel verraten, sonst spoilere ich nicht. Ist ein guter Film. Und dann kannst du auch Shaun of the Dead gucken. Der ist auch gut. Ja, Shaun of the Dead kenne ich. Der ist cool. So, Perry. Blut haben wir gemacht. Das heißt, also ich habe wieder 8500 Blut. Hält sich ja auch immer wieder mit der Zeit. Ich denke mal, wir haben uns innerhalb von 20 Minuten wieder vollgeheilt. Dann haben wir ein Bloodpack-Kit. Dieses Bloodpack-Kit nebenbei, was wir benutzen, das, oder was wir benutzen können, ist ein Self-Bloodpack-Kit. Und das stellt 4000 Leben wieder her, also HP, Gesundheit, Blut. Sagen wir Blut. Alles klar. 8500 Blut haben wir schon. Und wir haben richtig geile Waffen. Obwohl, zwei Sniper ist, glaube ich, nicht so gut, aber... Ich kann mit meiner Nahkampf easy. Ich bin Bob Lee Swagger, so nennt man mich auch. Wir laufen nicht in den Norden, du kannst mir nicht erzählen, dass wir in den Norden laufen. Doch mal, ja, es ist nicht ganz der Norden, aber so gut wie. Wir wären schon längst in Weber, wenn wir nach Norden gelaufen wären. Nein. Da rechts auf die Straße. Ich sehe eine Kuh. Stimmt, oh mein Gott. Achtung! Rette sie! Rette sie! Nein! Oh mein Gott. Ja! Du hast sie umgebracht. Ich hab zu sehr gewackelt, erst beim zweiten Schuss. Ich hoffe, uns hat keiner gehört. Smurf was killed. Hast du ein Hunting Knife? Ja, du nicht? Doch. Okay. Komm, wir machen gleichzeitig Cut Animal. Another place, maybe only... Ah, okay. Ah, schade. Haben sie das entfernt? Okay. Immerhin haben die es mal entfernt, na... gefühlten 2 Jahren. Ich geh schon mal Holz hacken. Jo.
Gear, 6-mal Beefsteak, ich kann gar nicht so viel mitnehmen. Einmal muss ich da lassen. Oh, ich habe noch ein Transfusion Kit, das nehme ich mal. So, zack. Boah, das ist mega geil, dass wir jetzt so hingehen können und uns Self-Blood-Pick-Kits farmen können. Richtig cool gemacht. Neu der Sound, wenn man Holz hackt. Ist er neu? Ja, Mann. Moment, ich komme, vielleicht kann ich was hören. Lol. Das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie gemacht wie bei Origins. Du hackst halt mehrere Dinger so. Okay, ich hab leider keinen Zaun. Kannst du mal da eben deine Axt reinlegen? Ich möchte das auch mal testen. Ist im Haufen. Jetzt haben wir schon mal ein Lagerfeuer. Ja. Mal gucken. Oha. Kding, kding, kding. 7-mal kann man. Ich habe nur noch 5 Streichhölzer. Ach, man hat sogar nur eine gewisse Anzahl. Ich habe noch Streichhölzer. Ja, aber auf 5-mal Feuer kann ich noch. Wie viel Platz nimmt so einmal so ein Streichholz weg? Oder, nee, so ein Baum. Was rede ich da? Ich bin verwirrt. Ein Platz. Okay. Ah, ich gehe mal das letzte Stück gleich holen. Jo. Denn so ein schönes Stück Fleisch, das kann ich nicht zurücklassen. Meine Hatchet ist kaputt. Fix Hatchet. Du meinst wohl, meine ist kaputt. Maybe you can fix it with tape and some wood. Oh mein Gott. Das ist ja geil gemacht. Ja, unsere Axt ist kaputt. Also du hast ja das Stück gleich mitgenommen. Du hast ja das Transfusionskit da gelassen. Genau. Ja, das habe ich jetzt dabei. Okay, gut. Mal eine Fireplace machen, eine zweite, weil wir möchten richtig hardcore grillen. Da reicht nur ein Lagerfeuer nicht. Achievement Firestarter. So. Cookfood put out fire. Mist, dass wir jetzt keine Wasserflasche haben, ne? Ja. Müssen wir demnächst unbedingt machen. Was passiert, wenn ich diese leere Dose nehme? Okay, kann ich nichts mitmachen. Du kannst bei mir aus der Tasche, oder hast du schon, also, kannst du bei mir Raw Beef rausnehmen? Ich esse mal eins und guck mal, ob wir da Gesundheit dazu bekommen. Nee. Ja, das Geräusch, wenn man das... LOL, du degenerierst dich auf einmal mit 100 HP die Sekunde. Oder mit 50. Yo, ist das übertrieben. Aber nur für eine kurze Zeit. Ja, ich seh's. Und danach immer noch mega schnell. Ach, man heilt sich jetzt nicht auf einmal, sondern man heilt sich mit der Zeit. Das ist richtig gut gemacht, Perry. Ich esse noch eins. Jetzt ist nämlich mein Hunger gestillt. Yo, jetzt habe ich 3 Pfeile sogar. Ja, Mann. Boah, mega cool, ey. Boah, mega geil gemacht. Dann nehme ich... Tier töten, was wir sehen. Ja, und wir nehmen auch Holz mit, damit wir nicht immer hacken müssen. Nämlich, unsere Hacke ist kaputt. Ich nehme 3 mal Holz noch mit. Okay, mega nice. Sau cool gemacht vom Spiel. Jetzt müssen wir nach Libor gehen. Du hast einen Kompass, sagst du? Ich hab den weg, Billy. Ja, die Richtung ist er. Na, da kommen Lopatino, sag ich dir. Ich sag's dir, wir laufen nach Lopatino. Das spiel ich. Ich bin aufgewachsen in diesen Ländern. Guck, da hinten. Das ist Lopatino. Wir laufen sogar komplett nach Westen. Stimmt, scheiße, du hast recht. Du hast wahrscheinlich nicht Norden, sondern nach Westen die ganze Zeit geguckt. Nee. Jetzt, ja, du hast recht. Wenn wir weiter nach Norden gegangen wären, würden wir die Partie machen. Das wüsste ich. Wo laufen wir eigentlich hin? Wieso laufen wir nach Westen? Laufen wir dann. Wir laufen nach Norden. Ich hab einen Kompass. Wir laufen nach Norden. Ich hab einen Kompass. Wir laufen nach Norden.
Ja, da vorne ist Lupert. Und Vibor ist wirklich fast einen Kilometer rechts von. Also im Osten. Die sind da, nach... wo wir jetzt drauf zurennen, das ist Vibor. Nein. Doch. Nein. Wollen wir wetten? Jo Leute, während der Aufnahme sehr viel passiert, deswegen wird am Sonntag ein zweiter Teil dazu erscheinen. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben, damit wir wissen, ob es euch denn gefallen hat. Hier oben habt ihr jetzt noch ein älteres Daisy-Video und unten das letzte. Haut rein, bis zum Sonntag.